Flemmi ist ein Pokémon mit dem Typ Feuer, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Junglut und Logok. Neben Gekkabau und Hydropi ist Flemmi eines der Starter-Pokémon aus der Hoenn-Region. Als Starter-Pokémon ist es in Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd, Omega Rubin und Alpha Saphir erhältlich. Flemmi ist ein kleines, zweibeiniges und kükenähnliches Pokémon. Der rundliche Körper ist von feinen Daunenfedern in hauptsächlich dunkler, orangener Farbe bedeckt. In Flemmis Körper befindet sich ein Flammensack, in dessen Inneren immer ein heißes Feuer brennt. Dadurch fühlt sich sein flauschiges Daunenkleid bei Berührung angenehm warm an. Der Kopfschmuck und die Flügel sind hellorange gefärbt und die Beine sind beige. Gleiches gilt für die Füße und den Schnabel. Das Pokémon fällt vor allem durch seinen rundlichen und großen Kopf auf, welcher von drei Federn geschmückt wird. Vorne am Kopf ist der kleine Schnabel zu erkennen und die beiden relativ großen schwarzen Augen befinden sich etwas weiter oberhalb. An den Seiten des Oberkörpers befinden sich die sehr kurzen Flügel, die eng am Körper anliegen, und es steht noch auf zwei kurzen Beinen mit krallenbewehrten Füßen. Die Shiny-Form ist bei den normalerweise hellorangenen Körperbereichen dunkelorange und die dunkelorangenen Bereiche hellorange gefärbt, das heißt, man tauscht quasi einmal die Bereiche. Flemmi punktet mit hohem Spezialangriff und greift Gegner an, indem er Spezialattacken des Typs Feuer einsetzt. In seinem Inneren lodert ein 1000 Grad heißes Feuer, welches es mit Flammenwurf spuckt oder nutzt, um sich bei gegnerischen Angriffen mit Feuerbällen dies in seiner Magenform zu verteidigen. Wie alle Feuerstarter-Pokémon ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Kombinationsattacke Feuersäulen zu erlernen. In Kombination mit Pflanzensäulen erleidet jedes gegnerische am Kampf teilnehmende Pokémon 4 Runden lang ein Achtel seiner maximalen Kraftpunkte als Schaden. Wenn Feuersäulen nach Wassersäulen eingesetzt wird, wird die Wahrscheinlichkeit für Zweiteffekte 4 Runden lang erhöht. Ebenfalls teilt er sich mit den Feuerstartern die Fähigkeit Großbrand. Besitzt ein Pokémon mit Großbrand nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke eigener Feuerattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Seine versteckte Fähigkeit ist der Temposchub. Temposchub erhöht die Initiative des Pokémon nach jeder Runde um eine Stufe. Die Initiative kann nicht weiter steigen, wenn bereits der Maximalwert erreicht wurde. Temposchub wirkt nicht in der Runde, in der das Pokémon eingewechselt wird. Dieses anhängliche Pokémon folgt seinem Trainer den ganzen Tag zu jeder Zeit und schlürft stets hinter diesem her. Es scheut die Dunkelheit, da es dort nichts sehen kann. Es ist flauschig und trägt einen Flammsack in seinem Bauch, welcher noch wärmer wird, sobald man Flemmi im Arm hält, wodurch es sich wie eine Wärmeflasche anfühlt. Dabei ist Flemmi der erste Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zu Junglut weiterentwickeln, welches sich zu Logok weiterentwickeln kann und das dann noch eine Mega-Entwicklung ausführen kann. Während Flemmi ein Pokémon mit dem Typ Feuer ist, enthalten seine zweite und dritte Entwicklungsstufe zusätzlich den Typ Kampf. Auch optisch macht sich dies bemerkbar. Flemmi besitzt keinerlei Merkmale, welche es bedrohlich wirken lassen. Es ist nur 40 cm groß und der Körper erscheint zierlich. Junglut und Logok jedoch besitzen im Vergleich zu Flemmi längere Arme und Beine, welche es den Pokémon ermöglichen, Bewegungen aus Kampfsportarten auszuführen. Auch wirkt der Körperbau der ersten und zweiten Entwicklungsstufe menschlicher und Junglut und Logok sind deutlich größer als das Basis-Pokémon. Wie bei allen regulären Starter-Pokémon wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Flemmi zu Junglut beim Erreichen von Level 16 ausgeführt, von Junglut zu Logok auf Level 36 und die Mega-Entwicklung durch den Einsatz eines Logok-Need. Mit seinem Typ Feuer nimmt Flemmi dabei halben Schaden gegen Pflanzen, Feuer, Eis, Käfer, Stahl- und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Wasser-, Boden- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.